divers, spannend, abwechslungsreich. Interessant, kommunikativ und praxisbezogen. Ich glaube, das ist gerade hier in Bielefeld ein super diverser und großer und umfangreicher Studiengang ist mit ganz vielen verschiedenen Fächern. Man lernt super viele Leute kennen. Wir haben super gute und auch super nette Dozenten und Professoren, die einem auch wirklich immer weiterhelfen und wo man auch merkt, okay, die haben wirklich fachlich was drauf. Am Anfang wird man viel unterstützt, vor allem durch Mitstudierende aus höheren Semestern, beispielsweise der Fachschaft. Das heißt, dass im höheren Semester einfach den ersten Semester ein bisschen die Uni zeigen, ein bisschen die Fragen erklären. Einfach allgemein sich einzufinden in den neuen Studiengang oder den neuen Lebensabschnitt, den man beginnt. Die Uni Bielefeld ist vor allem, was Bildungs- und Erziehungswissenschaften angeht, sehr, sehr gut aufgestellt. Da lernen wir grundlegende pädagogische Dinge, wie wir quasi mit Kindern oder mit anderen Menschen allgemein umgehen. Man hat direkt in den ersten ein bis zwei Semestern die erste Praxisphase im Studium. Diese geht 5 Wochen lang. Man kriegt da den ersten Einblick in den Lehrerberuf. Also man ist quasi für 5 Wochen mit an einer Schule. Auch ganz wichtig, um zu schauen, ob dieser Berufszweig wirklich was für einen selber ist. Ich finde es vor allem auch wichtig, irgendwie in meinem Beruf was zu erreichen. Und wenn man gerade der jüngeren Generation in der Schule irgendwie was mitgeben kann und die Schüler formen kann und man eben auch sieht, was dann daraus letzten Endes wird. Ich finde, das begleitet einen dann durch den ganzen Tag, durch den ganzen Beruf und man geht dann immer mit einem Lächeln ins Klassenraum.